Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Bevor ich hier mit dem Gehäuse beginne, möchte ich euch vorab was zeigen. Und zwar, ich habe mir zwei solche Winkel gekauft. Die habe ich auch jetzt schon in weiß lackiert. Das habe ich jetzt nicht gefilmt, weil ich denke mal, ich habe da schon genug Videos gemacht darüber. So, das sind die hier, und zwar das sind die von Nanoxia, und ja, das wird gut zusammenpassen. Okay, das ist schön, also auf jeden Fall weißer geworden als die hier. Man sieht es minimal, den Unterschied, aber ich denke mal, ich weiß nicht, ich habe mir schon überlegt, ob ich das nochmal anlackieren soll, aber ich weiß nicht, ob das wirklich dann besser wird. Bezweifle ich, ehrlich gesagt. Von daher lasse ich es. Das sind zwei Winkel, die kommen dann, zeige ich auch gleich wohin. Und dann möchte ich noch mit euch in das Gehäuse reinschauen, weil ich habe ja mal vor einer Weile ein Video gemacht, wo ich die LED-Strips für das Gehäuse gelötet habe. Und zwar, da waren so kleine Stecker, wo man an den LED-Strip dran löten tut und dann mit einem Kabel halt per Stecker verbindet. Aber da kommen wir ja gleich dazu. Von oben sieht man die schönen Vegas-Lüfter. Ja, nicht ganz, mehr oder weniger. Von da sieht man die schon mehr. So, jetzt zeige ich euch auch kurz mal die Schalter, was ich beim letzten Mal gemeint habe. Da sieht man das, die kleinen Schalter. Die kann man nämlich ja, durch das Betätigen des Schalters die Geschwindigkeit des Lüfters verändern. So, die Teile jetzt, die kommen da rein. Ich habe mir erstmal überlegt, dass ich direkt reingehe mit dem. Aber ich muss jetzt gucken, ob das bei mir erst klappt, weil ich möchte ja das Plexiglasrohre nehmen für die Wasserkühlung. Und da muss ich erst mal schauen, ob das klappt mit dem 90 Grad hier, also dass es, ob das so einfach geht. Wenn es nicht klappt, dann nehme ich diese zwei Teile und dann, also die 90 Grad Winkel, die sind auch hier drehbar an der Stelle. Also dass man auch besser anpassen kann, die sind nicht fest 90 Grad Winkel, sondern drehbar. Kosten, glaube ich, so knapp über 5 Euro irgendwas bei Mindfactory. Und ja, wie gesagt, dann dreht man die rein und dann kann man schön gerade nach unten mit dem Plexiglas fahren. So, jetzt habe ich hier die LED-Strips. Ich habe insgesamt, glaube ich, 6 Stück. Und zwar, ich habe das einmal 35 cm lang. Dann habe ich eins mit 20 cm lang Länge. Dann habe ich 3 Stück mit 15 cm Länge und eins mit 30. So. Das ist 30 und 35 cm. Und da kommt noch das eine mit 20 cm Länge. So. Und zwar, das sind alles UV-LEDs. Oder? Viele kennen ja auch das noch als Schwarzlicht. Okay. Also, was ich gedacht hatte, zuvorerst, also das 35 cm lange LED-Stück, das kommt daher. Also hier wird dran geklebt. Und dann kann ich per Stecker hier, zeige euch gleich gerne das Gegenteil.
Der Kabel habe ich jetzt noch nicht abgeschnitten, weil den Kabel werde ich jeweils dann anpassen an das LED. Wenn es dran geklebt ist, dann kann ich die Länge genau abmessen, dass es nach hinten schön verschwindet und dann sieht man das auch nicht. So, zack. Echt eine feine Lösung. Stecker einfach ab und fertig. Man kann auch hier die Stecker auch wieder lösen. Mit dem Werkzeug, was ich habe, das Lampschirmwerkzeug, das eignet sich auch dazu. Und wie gesagt, ja, auf jeden Fall, wenn ich es dran geklebt habe, ich bin noch im Überlegen, wie und wo ich genau alles kleben werde. Kabel kann erstmal weg. Und dann, weiß nicht, ich habe mir überlegt, ob ich da irgendwo noch zusätzlich hier eventuell eine Öffnung bohren werde, dass man eventuell mit dem Strip dahin geht und dann hier alles verschwinden lässt. Erstens, weil man das dann hinter dem Radiator nicht so sieht, wie hier zum Beispiel auf der Seite. Da kann man ja durch das Fenster schön reingucken, wenn halt, ich weiß jetzt nicht genau, ob das Mainboard so weit hochkommt. Das glaube ich aber nicht. Deswegen, wie gesagt, wird man sehen. Da habe ich eigentlich vorgesehen, da kommt der, durch das Loch kommt da der Stromkabel für die CPU. Hier habe ich gedacht, verschwinden die Lüfterkabel. Muss ja halt noch schauen. Achso, apropos Lüfter. Die Lüfter, die defekt waren, die habe ich zurückgeschickt und die haben zu mir gesagt, die sind nicht mehr lieferbar, weil die ausverkauft sind oder was. Die schönen kleinen Animax Hinweis. Jetzt habe ich nur noch einen. Komischerweise habe ich dann bei dem gleichen Shop nochmal drei gekauft oder bestellt. Und ja, es steht, dass es geliefert wird. Ich habe die auch angeschrieben, ob die mir die, wo ich zurückgeschickt habe, die hatten einen Gehäuseriss, ob ich die wieder haben könnte. Dann haben die geschrieben, nein, das geht nicht, die sind wohl weg oder was. Keine Ahnung, haben die die weiterverkauft oder was. Auf jeden Fall habe ich mein Geld über das PayPal wieder zurückbekommen, zum Glück. Also, der Shop ist echt seltsam. Den Namen sage ich jetzt lieber nicht. Weil, keine Ahnung. Ja, muss nicht sein. Okay. Die kurzen LED-Strips, da weiß ich auch nicht, was ich geplant hatte, wo ich die verklebe oder nicht. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Also wie gesagt, der längste, das ist der mit 35 cm. Das ist dieser hier. Den habe ich für hier geplant. Das weiß ich noch ganz genau. So, den hänge ich jetzt mal da rein. Oder ich hänge den mal da rein, so. Damit ich es auch nicht vergesse, wo es hingehört oder hin soll. Okay, dann habe ich noch den 30 cm, da habe ich gedacht, eventuell den da hin zu kleben. Aber das ist dann blöd, weil ich jedes Mal dann, wenn ich das Gehäuse von vorne im Fensterbereich aufmache, dann muss ich das Teil jedes Mal abkleben. Das will ich ehrlich gesagt nicht unbedingt. Wenn ich das auf den Deckel klebe, hier habe ich gedacht, das würde hier schön reinpassen zum Beispiel, dass ich das dann auch abkleben muss. Dann habe ich gedacht, wenn ich das auf den Boden klebe, das wäre die eigentlich die beste Variante, wenn man das so hinkleben würde. Ja, okay. So, na, komm schon. So hin. Ob das dann auch okay ist, ne, dass es dann zu viel nach oben strahlt, das soll eigentlich mehr das Mainboard und die Grafikkarte anstrahlen. Deswegen werde ich es wahrscheinlich hier draufkleben auf den Deckel in dem Bereich. Weil dann kann ich auch den Kabel hier schön verstecken. Naja, hier würde es eigentlich auch gehen. Aber ich glaube eher hier, weil dann mache ich hier ein Loch rein und gut ist. So. So viel zum Thema LED-Strip hier. Dann habe ich noch das 20 cm lange LED-Strip.
Das weiß ich auch nicht mehr, wo ich es hinkleben wollte. Eventuell hier an der Seite. Würde sich ziemlich gut machen, eventuell. Oder auch hier an der Seite. Aber ich will ehrlich gesagt auch nicht zu viel jetzt reinmachen. Könnt ihr das auch hier auf der Rückseite eventuell nach unten, so dass es nach unten strahlt oder hier. Ja, ich bin noch am, wie gesagt, am Überlegen. Habe ich noch nicht jetzt so fest entschieden, wo ich das hinmachen werde. Aber ich werde euch auf jeden Fall teil dran haben lassen, wenn ich soweit bin. Und dann wird man das auch sehen. Weil ich werde auch vorher die ganzen Kabel alle anpassen, werde auch die Kabel eben höchstwahrscheinlich auch dann mit weiß oder mit grün sliefen. Ich muss gucken, was noch da ist am Material. Ich glaube, ich habe noch genug von beiden. Ja, aber oder die ganzen Lüfter sind zum Beispiel auch weiß gesliept bis jetzt. Okay, die anderen, die Cooling-Lüfter, die habe ich jetzt alle mehr oder weniger umsonst gesleeft, aber ist ja egal. Dafür habe ich wenigstens ein bisschen Erfahrung gemacht. Und dann werde ich noch demnächst eine Zeichnung machen, und zwar für das Bitfinex-Lüfter, für die Bitfinex-Lüftersteuerung, für die Lüfter, ja, hier. Weil die sind ja alle mit PWM, und da kann man, glaube ich, 5 Lüfter anschließen. Weil ich habe gedacht, dann ich würde gerne die hier, die 2 und die 3 da hinten. Also wenn es klappt, dass die kleinen Enermax kommen, dann will ich die 2 großen und die 3 kleinen über die Lüftersteuerung laufen lassen, und die 2 oben, die können selbstständig laufen, die kann ja auch von oben eventuell dann hoch oder runter schalten, je nachdem, was da für Wärmeentwicklung oder ja, was für Wärmeentwicklung sich dann bildet im Gehäuse, das wird man dann später sehen. Okay, ja, das war's eigentlich, und danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao, macht's gut.